Willkommen in der Show. Guten Abend, Siggi. Freut mich, hier zu sein. Haben Sie es denn ohne Zwischenfälle hierher geschafft? Keine Autoentführung oder Drive-By-Shootings auf dem Weg? Nein, nein. Zum Glück werden die Straßen von Night City jeden Tag um einiges sicherer, wissen Sie? Nicht, dass sie Ahnung von Robotik hat. Okay, das ist echt geil. Und das macht sie zur Entspannung? Nach einem langen Tag Hardcore-Pornos-Tune? Warum nicht? Ah, interessant. Sieht aus wie in einem Antiquitätenladen hier. Dann passt du ja prima ins Dekor. Die Braut hat Geschmack. Mit einer Ausnahme. Die da wäre? Wie sie dich anguckt. Tu nicht so, als hättest du es nicht bemerkt. Komm, ich spür doch, wie du ganz wuschig wirst. Sieh mal einer an. Die Bushido-Sammlung im BD-Format. Die ersten drei sind mittlerweile Sammlerstücke.
Sandra? Ich bin's, wie? Ich hab deine Datenbank. Sandra? Bist du da? Bist du allein? Ist dir jemand gefolgt? Was glaubst du denn? Mach schon. Ich will die Tür nicht lang offen lassen. Immer noch Schiss vor den Scavs? Eine Freundin von mir meinte, dein Gedächtnis wäre gelöscht. Die Scavengers? Nein, ich denke da eher an... Ach, ist doch egal. Hast du die Datenbank? Hier. Keine Angst. Ist vollkommen intakt. Immer wenn jemand keine Angst sagt, wird mir ein bisschen mulmig zumute. Du hast nicht zufällig mal kurz reingesehen, oder? Ich würde nie meinen Ruf für ein paar Datenbytes ruinieren. Komisch ist nur, dass die GPS-SIG von der Datenbank vor gar nicht allzu langer Zeit plötzlich online war. Das kann nur eins bedeuten. Jemand hat sie gebootet und reingesehen. Was weiß ich? Vielleicht haben die Scavs reingesehen, bevor ich aufgetaucht bin. Mhm. Die Scavs. Sicher doch. Hier. Das war dann alles. Moment mal. Wir hatten mehr vereinbart. Ach, echt? Vielleicht haben die Scavs ja was rausgenommen, bevor du hier aufgetaucht bist. Wir sind fertig. Geh jetzt. In der Nähe. Ruhestörung in Watson. 331 hier. Bin unterwegs, Zentrale. Aber nur weil du es bist. Das Fahrzeug der
rüber. Wie geht's deinem Arm? Ah, weh. Du bist ja so fürsorglich. War ernst gemeint, Tiny. Nachdem ich dich und Regina bezahlt hatte, waren noch genug Eddies für dieses Prachtstück übrig. Also ja, dem Arm geht's gut. Wenn du mal Hilfe bei irgendwas brauchst, sag Bescheid. Jetzt werd mal nicht frech, Kleine. Du hast Regina und mir einen Gefallen getan. Das vergessen wir so schnell nicht. Das Leben eines Söldners hat Höhen und Tiefen. Nächstes Mal rette ich dir den Arsch, wenn du abkackst. Zumindest, wenn ich genug Eddies dabei habe. Stimmt's? Ganz genau. Klar, aber meine Zunge ist ganz trocken. Trinken wir erst was? Mit dir jederzeit. Auf einen neuen Job? Was gibt's zu tun? Nennen wir es eine Lieferung. Von A nach B. Schnell und unauffällig. Interesse? Schick das besser zuerst zu einem Fixer. Scheiß auf die Mittelsmänner. Kostet nur Geld. Mit der Einstellung wirst du es in diesem Business nicht weit bringen. Ich brauch keinen Rat. Ich brauch einen Lieferanten. Also, machst du's oder nicht? Erzähl mir mehr. Es ist ganz einfach. Du gehst zum Kabuki-Ufer, holst das Paket ab, rufst mich an und ich sag dir, wo du es hinbringen sollst. Easy peasy. Mhm. Und die Bezahlung? Keine Sorge, du bekommst auch einen Bonus. Importiert und zollfrei. Natürlich, alles ganz einfach. Sag ich doch. Ist einfach eine gut bezahlte Lieferung. Also, machst du's? Na klar, ich mach's. Ich wusste doch, dass wir zwei uns einigen. Geh zum Kabuki und such da nach einem Kühlschrank, auf dem No Future steht. Nimm, was drin ist und ruf mich dann an. Anschließend sage ich dir nichts. Gut, bis später.
sieht mitgenommen aus. Aber er lebt. Mal sehen, was Dennis dazu zu sagen hat. Hey, wie läuft's? Hast du das Paket? Hättest ruhig sagen können, dass das Paket ein Typ ist. Naja, wenn das eine Kiste Äpfel gewesen wäre, wäre ich zur Post gegangen. Und wer ist der Typ? Der heilige Hieronymus, meine Fresse. Spielt doch keine Rolle, wer das ist. Ich habe ein Auto bereitgestellt. Leg den Mann in den Kofferraum und fahr Richtung Northside. Die Adresse ist im GPS. Okay. Noch was. Pass auf die Tigers auf. Wir haben es auf deinen neuen Begleiter abgesehen. Moment mal, was? Leg der Wichser einfach auf. Thank you.
an alle Einheiten in der Nähe. Eine neue Störung wurde gemeldet. Wiederhole. Code 0 in diesem Sektor. Zurück zur Patrouille. Job ist erledigt. Das sehe ich. Gute Arbeit. Alles okay mit dir da drin, Haruyoshi? Den ist mir Hoffnung gegeben. Also, wer ist der Typ? Er wird dir alles erzählen. Haruyoshi? In Japan. Institut Nummer 1 gewesen. Und ganz ruhiger Hand. Eines Tages, Tiger Claws Boss braucht OP. Aber Fehler passiert. Boss tot. Tiger Claws sehr böse. Ich verstecke in Fischerboot und komme zu Amerika. Dann ist mein Leben gerettet. Mein Geheimnis ist groß. Ich töte Tiger Claws Boss mit Absicht. Ich guter Chirurg, der Beste. Eine Warnung wegen der Tigers wäre hilfreich gewesen. Ich wusste, dass du das hinbekommst. Und wie ich sehe, hatte ich recht. Das ist alles sehr nett, aber ich wurde noch nicht bezahlt. Ich weiß. Hier. Ich hoffe, die Klinge wird dir gut dienen. Irgendein Scheiß, immer.